Hey, Sascha für Mobile Geeks hier. Wir sind auf dem Lenovo-Stand während CES Unveiled hier in Las Vegas und schauen uns ein neues Smartphone von Lenovo an. Das ist in China schon rausgekommen, das Lenovo Ideaphone K860. Das ist ein 5-Inch-Gerät, 27p ist die Auflösung, IPS-Display, rennt auf Android Ice Cream Sandwich, Quad-Core, ARM Cortex-A9 ist eingebaut, 1,4 GHz, 1 GB RAM und mit Varianten 8 GB, 16 GB und so weiter geben. Lass uns mal ganz kurz ums Gerät drumherum schauen. Hier auf der einen Seite haben wir einmal die Lautstärkeregelung. Oben habt ihr den An- und Ausschalter und entsprechend dann noch den Buchse für euer Headset. Auf der Seite haben wir Micro-USB-Anschluss, damit ihr es an den Rechner anschließen könnt oder aufladen könnt. Hier unten ist überhaupt nichts. Hinten 8-Megapixel-Kamera, vorne 2-Megapixel-Kamera. Preis wird so echt zwischen 300, oder liegt momentan in China etwa zwischen 300 und 400US-Dollar. Ansonsten, ich sagte euch schon, Ice Cream Sandwich läuft da drauf, um euch mal einen kleinen Eindruck zu geben, wie groß das Gerät ist. Zum Vergleich, hier ein HTC Butterfly, das auch ein 5-Inch Display hat, aber hier ist halt 1080p drauf und ist eine Ecke dünner und vor allen Dingen kostet das mal gleich doppelt so viel. Hier liegen wir dann eher so im Bereich so um die 600 Dollar, ne? Also hier bekommt ihr das für die Hälfte. Das nächste, was ich noch in der Tasche habe, ist Nexus 4, da könnt ihr es auch nochmal sehen, im Vergleich direkt 4,7 Inch Display und auch natürlich mit einem Quad-Core ausgestattet. Und als letztes habe ich dann noch etwas dickeres am Start, Samsung Galaxy S3, da könnt ihr das sehen, 4,8 Inch Display und natürlich, ich habe das jetzt hier mit dem großen Akku. Auf jeden Fall sehr interessantes Gerät, momentan halt nur in China. Die werden das auch noch weiter ausbauen auf andere Emerging Markets. Wie gesagt, für den, das wird dann einfach etwa so etwa 320 Euro oder so sein. Ne? Und für dafür bekommt ihr eine ganze Menge Telefon, vor allen Dingen mit einem großen Display. Das ist das neue Lenovo Ideaphone K860. Ich bin nach wie vor Sascha für Mobile Geeks. Vielen Dank fürs Zusehen.